Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder hier im Paul Berger Card Shop unterwegs, Freunde. Und heute ist natürlich mal wieder einiges geplant. Wir machen hier den Laden auf, Leute. Und heute wird dickes Geld gemacht. Ich habe mir natürlich auch noch ein paar Gedanken gemacht, wie wir den Shop noch weiter perfektionieren können. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde hier einmal ein bisschen umbauen, Freunde, dass wir den Platz hier noch besser nutzen können. So, hier die Kasse. Wie können wir denn die Kasse hier einmal umstellen? So. Und zwar werden wir das Ding jetzt einmal hier so drehen. Ach, das passt hier gar nicht rein. Oh, ey, das ja. Okay, warte mal. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Oh Gott, hier kommen schon die ersten Kunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte das hier eigentlich so in die Ecke stellen, dass Leute sich hier anstellen können, aber oh, das funktioniert nicht. Weil wir müssen hier den Platz irgendwie ein bisschen besser nutzen. Wir müssen hier den Platz besser nutzen. Außerdem habt ihr mir sehr viele Kommentare geschrieben. Viele von euch haben mir nämlich in die Kommentare geschrieben, ich muss die wertvollen Karten behalten, weil die im Wert steigen, Freunde. Das ist natürlich das Ding, wenn die im Wert steigen. Ist natürlich schlauer, die zu behalten, aber wir brauchen ja auch für den Moment Geld, weil aktuell brauchen wir sehr, sehr viel Geld, um eben hier die ganzen neuen Produkte zu listen. Und zack, zack, zack. Und deswegen werden wir heute extrem viele Kartenpacks öffnen, Leute. Also ist wirklich sehr, sehr viel geplant. So, 5 Dollar hier wieder raus und tschüss. So, jetzt haben wir hier gleich schon mal die ersten abgefertigt. Und Dankeschön und 16 Dollar zurück. Okay, und jetzt können wir uns hier schön was überlegen. Also an sich müssen wir hier diesen gesamten Raum ja schon nutzen, um hier eigentlich Regale noch weiterhin zu machen. Deswegen macht es keinen Sinn, die Kasse hier hinzustellen. Warte mal, das platzieren wir jetzt hier nochmal kurz um. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht hier hinten in der Ecke. So, dass hier Leute so hinlaufen können, sich was holen können. Oh, warte mal, der will hier auch was kaufen. So, zweimal Plüschtier und eine Einzelkarte. Perfekt, das sind mir doch hier die Liebsten. Und tschüss. Oder wir gehen hin, wir können natürlich die Kasse hier mehr in den Raum reinstellen. Hier so mehr in die Mitte. Ja, und dann können wir nämlich hier an die Seite noch Regale hinmachen. Wäre auch eine Idee. Und hinter uns dann hier die Spieltische. Oder wir machen die Kasse nach hinten und die Spieltische hier nach vorne. Wäre auch eine Idee. Ja, ich bin auf jeden Fall noch nicht so ganz zufrieden hier, wie alles aufgebaut ist. Sage ich euch, wie es ist. Genau, stimmt, wir brauchen ja neue Regale. Was haben wir denn jetzt hier alles Neues zum Holen? Ich muss mal wieder reinschauen hier. Genau, Leute, hier, wir haben jetzt diese Displays freigeschalten. Oh mein Gott, und die Displays sind richtig teuer. Eieieiei, die wollen wir dann nämlich hier hinstellen. Okay, aber den Rest haben wir zum Glück hier noch auf Lager. Das Ding ist nur, wir brauchen viel, viel krassere Karten. Deswegen, wir werden jetzt heute wirklich mal auf Karten setzen. Und zack, und zack, und zack, und zack. Aber auf jeden Fall gut eine 80-Dollar-Karte. 80-Dollar-Karte. War auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp von euch, dass wir die Karten behalten müssen. Weil man kann ja auch hier schauen, wie sich die Karten nämlich so entwickeln. Aber aktuell brauchen wir halt Geld, deswegen müssen wir die so oder so zum Verkauf listen. Deswegen werden wir die so oder so hier mal schön zum Verkauf listen. 80 Dollar kostet die und dann, komm, stimmt, machen wir 85. Stellen wir die für 85 rein, weil wir brauchen Kohle. Wir brauchen einfach Kohle, Leute, was soll ich euch sagen? Oh, 20 Dollar, perfekt, Dankeschön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, da, also das sind mir wirklich die allerliebsten. Die Leute, die hier das Plüschtier kaufen, ihr seid die Besten. Ihr seid wirklich hier die absoluten Ehrenmänner. Oh, wir haben 500 Dollar, wir haben 500 Dollar. Ich werde das jetzt nutzen, um hier die Displays freizuschalten, weil das auch wirklich nochmal sehr, sehr wichtig. Damit können wir richtig gut Geld machen. Und zack, 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 beehren Sie uns bald wieder, Dankeschön. Und, so, 12 Dollar, ah ne, 0 Wechselgeld, oh, was mache ich denn hier? Und tschüss. Aber ey, mein Geschäft, also das brummt auch heute hier, ne? Ich komme, oh, sie kauft die 85-Dollar-Karte, Ehre, Dankeschön. Und zack. Tschüss, sehr gut. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht und er kauft hier nochmal ein bisschen Zubehör. Und tschüss. So, sehr gut. Jetzt können wir nämlich hingehen, Leute. Und bam, wir holen uns jetzt hier nämlich das erste Mal auch diese Displays. Haben wir noch was anderes gerade freigeschaltet? Nein, ich glaube, das war's fürs Erste. Zubehör, aber reicht ja auch. Hier Reinigungsspray, Doppelpackung, braucht man jetzt nicht unbedingt. Was ist denn das hier? Würfel, Würfelset. Okay, weiß ich nicht. So, und ey, wir müssen auch unbedingt mal, kann ich schon einen Kassierer, einen Mitarbeiter hier einstellen? Langsam ist mir hier ein bisschen zu viel los. Ich komme ja gar nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Warte mal, hier Mitarbeiter. Wo geht das hier? Rekrutieren. Nee, ab Level 10. Oh, aber nächstes Level. Okay, Leute, müssen jetzt unbedingt mal schnell Level 10 hier machen. Wir machen jetzt hier mal schnell Level 10, Freunde. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir hier noch einen Preis bestimmen. Weil dann können wir jetzt hier unseren ersten Mitarbeiter heute einstellen. Oh, auch stark. Guck mal, damit machen wir 12 Dollar plus. Das ist cool. Aber wir werden ihn ein bisschen Überliste. Wir bieten ihn ein bisschen Überliste für 40 an. Haben wir schön glatte Preise. Zack, zack, zack. Ist auch alles noch auf Lager. Wir haben gerade noch alles auf Lager. Es läuft hier sehr... Ey, oh mein Gott, ich komme hier nicht hinterher. Ich komme hier nicht hinterher. Es läuft sehr gut bei uns. Es läuft sehr gut. Ich will doch hier eigentlich mal ein paar mehr Karten öffnen.
Ich würde doch hier gerne mal ein paar mehr Karten öffnen, aber ich muss hier die ganze Zeit die Leute bedienen. So, ja, super. Dankeschön, Dankeschön. Hier, 5 zurück. Okay, hinter uns wird natürlich auch wie immer viel gespielt. Das sind eigentlich auch gute Kunden. Die, die einfach reinkommen, um hier zu spielen, weil da verdienen wir passiv so ein bisschen schön Geld mit. Auch keine schlechte Sache. So, und hier $15. Dankeschön, tschüss. Okay, gut, jetzt haben wir hier kurz zum Durchatmen. Wir machen jetzt mal hier wieder ein paar Packs auf. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück und kriegen eine gute Karte. Und zack, 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 zack. Ah, beide hat er nichts dabei. Nicht mal eine neue Karte hier gerade bekommen. Hey, das ist ja voll schlecht. Zack, 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 zack. Na, auch nur Müllkarten, Leute. Leider nur Müllkarten. Und 5 Euro. Komm schon. Gönn was Gutes. Wir brauchen mal so eine... Also bisher meine teuerste war ja irgendwie so eine $500-Karte. Es gibt bestimmt auch so... Also ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, es gibt auch eine 1-Million-Dollar-Karte, was ja richtig crazy ist. Oh! Ah, $14. Naja, $14. Über $14 freue ich mich jetzt auch nicht so krass. Oh, Leute, wir verkaufen hier die Displays. Alter, stark. Sehr, sehr stark. Gutes Geld damit schon wieder gemacht hier mit den Displays. Lass mal überlegen, was können wir noch gebrauchen? Was können wir noch mal nachbestellen? Wir können noch mal hier ein Pack Displays holen. Und hier noch mal ein Pack von denen würde ich mal nachbestellen. So, und in den Warenkorb. Und in den Warenkorb. So. Wir wollen natürlich, dass unsere Regale auch immer schön gefüllt sind. So, wie sich das hier gehört. Und zack. Ba, 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 ba. Das sieht halt auch einfach für die Kunden... Sieht das einfach ansprechender aus hier, wenn alles schön gefüllt ist. Zack, 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 zack. Boah, guck mal, wie schön das jetzt hier schon aussieht. Richtig schön geordnet. Richtig schön geordnet hier. Komm, wir machen wieder Packs auf. Wir machen hier wieder, heute ist Pack-Opening-Day. Auf der Jagd. Wir sind auf der Jagd nach der 1000-Dollar-Karte. Boah, ich freue mich auch schon richtig, wenn wir die nächste Stufe wieder freischalten. Ab welchem Level bekommen wir die? Die nächsten Karten erst ab Stufe 12. Boah, ich glaube, die sind halt... ultra heftig. Das sind die ganz krassen Karten. Die Leute kaufen auch hier langsam immer mehr. Und tschüss. Und oh, ich freue mich gleich schon, so einen Mitarbeiter einzustellen. Wie viele Karten haben wir jetzt überhaupt insgesamt? Wir haben gerade mal 157 von 1320. Also da fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Sollen wir mal so ein Booster-Pack aufmachen? Alter. Oh mein Gott, wir machen ein Display auf. Wir haben ein komplettes Display aufgemacht, Leute. Oh mein Gott. Vielleicht sind in den Displays aber krassere Karten drin. Vielleicht ist hier die Wahrscheinlichkeit höher, was Heftiges zu bekommen. Okay, und nächstes. Oh, oh, jetzt können wir hier richtig crazy Opening machen. Also wir haben jetzt gerade... Ich hoffe, das war jetzt hier gerade keine Geldverschwendung. Weil ich glaube, so ein Display... Für wie viel verkaufen wir die? Für 40 oder... Was? $400-Karte. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh mein Gott, strong. Oh mein Gott, strong. Oh mein Gott, strong, Leute. $400-Karte. Nice, nice, nice. Ich glaube, wir dürfen nur noch die Displays öffnen. Wir dürfen nur noch die Displays öffnen. Vielleicht sind da die, also wirklich diese garantiert krassen Karten drin. Und bam, 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 bam. Nix drin, Leute, nix drin. Und zack, 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 komm. Aber immerhin schon eine, ja, also die werde ich auf jeden Fall für $500 anbieten. Weniger werde ich die hier nicht anbieten. Ey, wir müssen da die Kunden bedienen. Das ist gar nicht gut, Leute. Aber ich bin jetzt hier halt gerade am Öffnen. $26 nochmal auf süß. Na gut. Okay, immerhin. Oh, oh, jetzt hier mal schnell. Tut mir leid fürs Warten. Tut mir leid fürs Warten. Na gut, der kauft eh nur Folien. Tut mir doch nicht leid. Und zack. Sehr schön. Sehr schön. Es läuft hier bei uns. Und zack, Leute. Okay, pass auf. Jetzt werden wir hier unsere absolute neue Gottes-OP-Karte listen. Ich werde jetzt mal für 500 reinmachen. Ist ein bisschen Überliste, aber, oder über Marktpreis. Aber wir haben ja auch Zeit. Wenn das stimmt, was ihr sagt, dass die Karten auf Dauer steigen, dann wird das ja eh irgendwann vom Preis her in Ordnung sein. Und spätestens dann kaufen es die Leute. So, wir sind auch schon wieder bei $500. Und es läuft. Es läuft wie am Schnürchen hier. Es läuft hier wie am Schnürchen. Ich würde auch ganz gerne nochmal eine Ladenerweiterung holen. Was kostet denn hier die nächste Ladenerweiterung? Andererseits, wir müssen halt wirklich für so vieles Geld sparen. Okay, die nächste Rechnung, die dauert noch ein bisschen. Mitarbeiter kostet uns auf jeden Fall Geld, aber werden wir auf jeden Fall einstellen. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier irgendwas mit Level 10, was ich unbedingt noch kaufen muss? Hier auf jeden Fall nichts mehr. Zum Beispiel neues Plüsch. Neues Plüsch, 900 aber kostet das. Das ist richtig teuer. Da kriegen wir hier, was das? Kartenhüllen. Bessere Kartenhüllen, glaube ich, kriegen wir da noch. Auch sehr stark. Oh, wir müssen halt wirklich noch so viel reinpayen hier. Noch so viel zu kaufen. Aber egal, egal, Leute. Ich werde jetzt hier nochmal eine Shop-Erweiterung
kaufen. Ah, $400, aua, das war teuer. Aber jetzt können wir nämlich, glaube ich, so machen, wie ich mir das vorstelle. Jetzt können wir nämlich hier so die Kasse hier in die Ecke machen. Warte mal, das machen wir gleich. Wir machen gleich mal eine kleine Renovierungssession, wenn der Laden hier geschlossen ist. Wenn der Laden geschlossen ist, machen wir hier eine Renovierungssession. Oh Leute, ich mache jetzt hier so schön die Kasse hier so an die Seite hin. Und dann machen wir hier, können wir überall schön alles hinstellen. So, perfekt. Zack, 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 zack. War jetzt natürlich teuer hier die Erweiterung, aber man braucht ja auch Platz, Leute. Man braucht ja auch hier Platz zum Arbeiten. Warte mal. Er kauft die $500-Karte. Oh mein Gott, Macher. Macher, Macher, Macher. Ehre. Und wir haben wieder Geld. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, es würde uns so gut tun, wenn die jetzt mal jemand kaufen würde. Und da haben wir doch schon wieder das Geld gemacht. Zack, Freunde. So kann es doch weiterlaufen hier bei uns. So kann es doch weiterlaufen hier. Stark. Gut, jetzt können wir auch schon gleich... Ich werde jetzt hier schon mal den Laden schließen. Wir schließen jetzt hier schon mal den Laden. Perfekt. Sollen die mal hier noch fertig machen? Die letzten machen fertig und wir können jetzt nämlich hier schon mal mit den Renovierungsarbeiten anfangen. Ich stelle mal kurz das hier hin. Das stellen wir mal. Die Regale mache ich, glaube ich, auf diese. Oh, ich bin auch ein bisschen überlegen, vielleicht die Tische auch hier nach vorne zu machen, ne? Es ist hier wirklich jetzt die große Umbau-Action, machen wir jetzt hier. Große Renovierungs-Action und so, die Kasse. Guck mal, viel cooler, wenn die Leute hier hinkommen können. Das machen wir auch mal weg. Zack. Ey, Leute, wie nice ist das bitte? Wie nice ist das bitte? Ich will, dass das hier so in einer Flucht ist. Boah, perfekt hier. Hier können wir schön abkassieren. Finde ich cool, finde ich schön hier in dieser Bucht drin. Dann können wir vielleicht hier so hinter uns so noch so eine Vitrine aufstellen, wo dann die richtig wertvollen Karten reinkommen. Dann können wir nämlich hier die Wände gut nutzen. Können wir hier die Wände sehr gut nutzen und hier nämlich alles hinstellen. So. Wir müssen das wahrscheinlich eher mal ein bisschen anders machen. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Überlegen, Leute. Ich glaube, das ist cooler, wenn die Leute hier vorne sitzen. Andererseits, hier haben wir halt gar keinen Platz dafür eigentlich. Hier haben wir auch keinen Platz dafür. Aber die Tische sind halt voll wichtig. Oder wir können die auch ganz nah zusammen machen. Die Plätze sind halt voll wichtig, weil wir damit Geld verdienen. Die Bro-Gamer-Tische hier. Wir werden die einfach hier so schön nebeneinander aufreihen. Da sparen wir nämlich auch nochmal Platz. Zack. Dann sind hier die Zockertische. Dann haben wir hier nämlich schön die ganze Wand, wo wir Sachen verkaufen können, noch Regale hinstellen können. Können wir ja bis hier rüber zur Tür gehen. Da passen jetzt bestimmt... Also eins passt hier auf jeden Fall mindestens noch hin, ein weiteres Regal. Nochmal voll Platz gespart. Also ich bin eigentlich schon recht zufrieden jetzt hier. So, und die Vitrinenecke können wir ja dann hier vorne so hinmachen. Unsere Ausstellungstische. Ja, ja, Leute, wie findet ihr uns? Also das mit der Kasse finde ich auf jeden Fall jetzt ziemlich gut. Das finde ich ziemlich gut hier. Wir haben jetzt, also wir haben auf jeden Fall mehr Platz geschaffen. Wir haben auf jeden Fall mehr Platz geschaffen. Guckt euch das an, wie perfekt. Zack. Zack, Leute. Hier, unsere Shopping Area. Jetzt bin ich nur nicht so ganz damit zufrieden. Das sieht hier so ein bisschen random platziert aus. Naja, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es jetzt so findet. Also wir haben auf jeden Fall viel mehr Platz. Wir haben auf jeden Fall viel mehr Platz. So, wir werden jetzt aber als erstes hier mal den Tag beenden. Zack, 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 zack. Haben wir Geld gemacht. Und ja, wir haben Profit gemacht. Das ist die Hauptsache. Wir sind mit Plus rausgegangen und haben unseren Laden weiter aufgebaut. So, Laden ist eröffnet für heute. Was brauchen wir an Warenbeständen? Wir müssen auf jeden Fall ein neues Blüch holen. Ich werde nochmal eine kleine Nachbestellung hier hinterher feuern. So, wir brauchen neue Blüchtierfiguren und die sind richtig teuer. Die gehen auf jeden Fall gut ins Geld. Oh Gott, und damit ist hier schon unser Geld fast aufgebraucht. Was brauchen wir noch? Hier Display. Oh, die Displays sind leer. Okay, vielleicht gehen wir doch nicht so ganz auf krass hier. Zack. Hier Displays in den Warenkorb. Was brauchen wir noch? Booster Packs. Zack, holen wir nochmal sowas hier. Holen wir nochmal sowas. Okay, und dicke Bestellung. Dicke Bestellung hier. Oh mein Gott, uns warten schon wieder Kunden. Es warten hier schon wieder die Kunden. Ich bin so froh, wenn wir hier einen Mitarbeiter gleich endlich mal haben. Und zack. Hier, wir müssen nochmal das Licht anmachen. Und die Ware. Wir müssen vor allem die Ware reinholen. So, es darf natürlich hier kein Leerlauf entstehen. Oh Gott. So. Und so, das räumen wir auch hier wieder rein. Ich würde auf jeden Fall gerne heute noch das eine neue Blüch noch freischalten. Und perfekt. Aber der kostet ja $900, die Lizenz. Ist richtig überteuert. Okay. Oh mein Gott, wie sich hier schon staut. Es staut sich hier schon. Sorry fürs Warten. Zack.
Aber immerhin verdienen wir Geld, das ist ja die Hauptsache. Oh, die macht hier einen Plüschtier-Großeinkauf. Richtig Ehre, damit, wir verdienen ja an einem Plüschtier irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Und zack, Dankeschön. Beste Kundin aller Zeiten und hier auch nochmal Plüschtier, perfekt. So, und tschüss. Gut, was brauchen wir denn jetzt hier nochmal? Warte mal, hier habe ich ein bisschen, hier habe ich, glaube ich, ein bisschen falsch eingeräumt, merke ich gerade. Ich muss ja irgendwie mal hier rüber. Oder? Ja. Leute, ich habe die Karten hier viel zu breit eingeräumt. Die kommen hier gar nicht hin. Die müssen hier hin. So. Das muss ja hier auch schön, das hier die Blüchecke. Muss hier schön getrennt sein, Leute. Ja, und hier haben wir auch eins noch falsch platziert, aber da hatten wir auch gerade keinen Platz mehr gehabt. Dann machen wir das mal lieber hier unten hin. Okay, so. Sehr gut. Hier wartet schon wieder jemand. Zack, 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 zack. Und moin. Zack. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal, wir werden jetzt mal selbst so ein Display öffnen. Wenn das hier schon so extra rumsteht, wir machen jetzt mal wieder ein Display-Opening. Weil wir müssen sowieso noch Level 10 werden. Okay, der Kunde muss jetzt da leider kurz warten. Tut mir leid. Ey, ich hoffe, wir kriegen wieder so eine 500-Dollar-Karte. Das wäre so wild. Ah, 9 Dollar. Ah. Hat sich noch nicht so gelohnt. Okay, komm. Und Packluck. Packluck, Leute. Packluck. Ach, Müll. Müllpack leider. Ah, es startet schon mit einer Holo. Nothing special. Nothing special. Die haben wir auch alle schon. Es wird Zeit, dass wir langsam die neuen Booster-Packs hier bekommen. Zack, 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 zack. Nothing special. Oh, Leute, wir müssen schnell wieder die Kunden hier bedienen. Bis jetzt hier noch leider kein OP, keine OP-Karte bekommen. Ach, okay, schade. Das hätten wir besser verkauft, das Pack. Das hätten wir besser verkauft, aber naja, egal. Immerhin XP gefarmt. Immerhin ein bisschen XP gefarmt. Zack, 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 zack. Und tschüss. Und der nächste bitte. Der nächste. 25 für das Blüch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehrenkunde. Ehrenkunde, wie viel Blüch hier erkauft. Ehrenkunde. Und zack, ciao. Ey, davon müssen wir auch gleich mal wieder nachbestellen. Das wisst ihr was? Das machen wir direkt mal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Noob-Karten. Bei eins nach dem anderen. Wir machen eins nach dem anderen. Figuren. Oh, Leute, guckt euch mal an. Guckt euch die an. 900 Dollar brauchen wir da gleich für diese Sterne. Boah, ich könnte auch mal so ein Lagerding noch kaufen. Irgendwann, also wir bräuchten eigentlich auch mal ein Lager. Dann könnten wir da Sachen lagern, ja. Macht Sinn. Okay, jetzt ist gerade ruhig. Keine Kunden. Das heißt, wir können weiter Packs öffnen. Komm. Komm. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, Leute. Ich will halt nicht die Displays die ganze Zeit aufmachen, weil die verkaufen wir ja für 40 Stück. Für 40 Dollar. Das ist natürlich jedes Mal, wenn da nichts rauskommt, 40 Dollar Verlust. 7 Dollar Karte. Mann. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh, jetzt bräuchten wir halt eigentlich gleich die 900 Dollar für das nächste Plüschtier freizuschalten. Aber wir haben gleich, wir haben es gleich, gleich der Mitarbeiter. Wir werden gleich unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Komm. Gönn noch mal eine 500-Dollar-Karte. Also bis jetzt, unser Rekord war, glaube ich, die 538-Dollar-Karte. Egal, wir machen weiter. Immer weiter, Leute. Was aber auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr guter Ding war, hier die Tische so näher zusammenzuschieben. Das spart ja unnormal viel Platz. Also wenn jetzt nicht irgendeine von meinen Müllkarten irgendwie voll im Wert gestiegen ist, haben wir bis jetzt hier leider gar nichts Gutes, ne? Also jetzt so eine 10-Dollar-Karte, die lohnt sich ja gar nicht irgendwie hier zum Verkauf zu listen. Die heben wir mal besser auf, falls sie irgendwann mal noch im Wert steigt. 10 Dollar, danke, 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 danke. Und 5 Dollar. Ach Mann, ey, jedes Mal, wenn ich das Geräusch höre, denke ich, es ist irgendwas Besonderes. Und dann ist es so eine 11-Dollar-Karte, Mann, ey. Darf doch nicht wahr sein. Bro. Tschüss. Oh, Leute, jetzt gleich neues Level. Ich glaube, das ist der Kunde, der uns hier auf ein neues Level bringt. Und ja, woo, Level 10, Freunde. Let's go. Wir müssen aber erstmal hier neues Zubehör, das Spray wieder nachbestellen, weil das ist leer gegangen. So, kommt natürlich direkt hier. Kommt natürlich sofort. Okay, Spray natürlich erstmal nachbestellt. Okay, wir haben 700 Dollar. Wir werden jetzt als allererstes mal aber einen Mitarbeiter einstellen. Bearbeitungsgebühr, das kostet erstmal 500 Euro, den einmalig einzustellen. Und dann kostet er mich 50 am Tag. Name Zachary Cole. Zachary, Zachary, wo ist unser Mitarbeiter? Wir warten jetzt hier mal. Wir warten auf Zachary. Okay, wir warten nicht auf Zachary. Ich muss hier weitermachen. Aber wo ist er denn jetzt? Kommt er jetzt erst am nächsten Tag hier oder was? Zachary, ich drehe hier durch. Bist eingestellt? Naja, bis jetzt sehe ich mal noch nichts von unserem Mitarbeiter hier. Okay, er kauft hier zwei Displays. Dankeschön und tschüss.
Hä? Da draußen ist er hier. Zachary, was machst denn du hier, Junge? Ja. Geldschalter auffüllen, ausruhen, Regal auffüllen. So, du gehst mal hier schön an die Kasse, Junge. Du bedienst hier die Kunden. Eieieiei, wart der da draußen? Wird hier bezahlt und wartet da den ganzen Tag nur draußen. Ich drehe hier durch. Weil jetzt können wir uns hier nämlich schön aufs Packs öffnen und auf Regale nachfüllen konzentrieren. $20. Ach, Mann, ey. $20 ist jetzt halt natürlich auch noch nicht so die Welt. Aber wir brauchen halt Kapital aktuell. Wir können ja mal für 25 listen. Ich mache die jetzt auch einfach mal so ein bisschen höher. Und wenn es jemand kauft, ist gut. Weil jetzt immer hier 5 Euro höher, Leute. Wir scammen die jetzt. Wir scammen jetzt unsere Kunden. Aber wir holen jetzt Geld rein. Jetzt wird hier Cash gemacht. So, und zack. Und zack. So, sehr schön. Ansonsten hier eigentlich noch soweit alles auf Lager. Ja, hier, also jetzt hier noch die Sterne. Dann haben wir hier wirklich 3 verschiedene Plüschtiere. Hier die Generationenkarten, keine Ahnung was. Wir, bei Level 12 kriegen wir schon die nächste. Aber komm, ich werde jetzt hier nochmal ein Display aufmachen. Leute, was sagt ihr vom Gefühl? In welchem ist hier was Gutes drin? Mein Gefühl sagt mir irgendwie, hier ist was Gutes drin. Mein Gefühl sagt mir, hier ist was Gutes drin, Leute. Komm, wie viel sind da? Das machen wir jetzt auf. Und... Oh! Also ab $100 freue ich mich eigentlich. Unter $100 freue ich mich gar nicht. Ah, schade, war nur Müll drin gewesen. Es war nur Müll drin gewesen. So, Zachary, wie läuft's hier bei dir? Er übernimmt die Kasse. Hier kommt aber auch gerade niemand hin und der irgendwas kaufen will. Komm, ich werde noch eins machen. Ich mache jetzt hier wirklich noch eins. Ist mir egal. Es kostet uns zwar jedes Mal $40, quasi, wenn wir das Ding nicht verkaufen, aber egal. Ich werde riskieren. Ich werde riskieren, Freunde. Ich mache jetzt hier ganz schnell Durchgang. Entweder es kommt was Gutes oder egal. Oh, es ist 9 Uhr, der Laden schließt langsam. Unser Mitarbeiter ist auch schon weggegangen. Zachary macht auch schon Feierabend hier. Ey, der macht um Punkt 9 Feierabend. Da stehen jetzt noch Kunden und er geht einfach. Mann, Zachary, Alter. Ach, $14. Der ganz große Fang kommt. Der ganz große Fang wird kommen, Leute. Ach, auch leider nichts gewesen. So, wir kassieren jetzt hier noch die Kunden ab. Die letzten. Zachary hat ja schon Feierabend gemacht. Wir schließen jetzt hier schon mal den Laden. Damit hier keiner neuer mehr reinkommt. Und zack, tschüss. Und so, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bam, bam, bam. Und tschüss. Ja, schade, Leute, schade. Leider keine dicke Karte mehr hier reingekommen. Aber immerhin. Trotz Mitarbeiter eingestellt, noch $8 im Plus. Immerhin, Leute. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es gewesen sein für die heutige Episode. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.